Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ein fantastischer Tag, denn ich sag's direkt raus, wir kaufen ein neues Auto, aber auf dieses Auto freue ich mich seit, auf die Art vom Projekt, seitdem ich, da gab es Auto noch nicht, aber seitdem ich 20 bin, also so 17 Jahre, auf diese Art vom Projekt. Okay. Seitdem auch nie gemacht, ne? Nee, ja doch, so ähnlich schon mal, aber nicht so. Und ihr werdet das sehr geil finden, viele von euch haben wir schon erraten, ich habe ja hier und da so kleine Hints gegeben. Schon eigentlich ziemlich lange haben wir Hints gegeben, ne? Also das haben wir. Das haben wir. Ja. Aber jetzt ist der Tag da. Und ist wirklich geil. Ich merke auch, ich weiß, euch wird es halt sehr gut gefallen, weil es ist so ein Auto, was halt genau das ist, was ihr auch fordert und wollt. Und es ist auch genau diese Art, die ich auch unbedingt gerne machen will. Ich lasse mich immer oft verführen zu diesen großen Sportwagen und sowas und habe da auch Spaß dran. Ihr habt da auch Spaß dran. Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, was wirklich genau auf den Punkt trifft. Auf den Punkt. Und es ist auch ein wunderschönes Auto. Ohne Spaß. Es ist wirklich ein sehr geiles Auto. Und wir kaufen jetzt ein Auto, was schon älter und gebraucht ist. Aber wir machen aus diesem, und das kaufen wir wirklich günstig, und machen daraus einen kleinen King. Das ist mein Ziel. Wir machen aus ihm einen King. Das könnte dein neues Lieblingsauto werden. Bestimmt, ja, glaube schon. Ich glaube, also, wenn man so abends im Bett liegt, ne, ja, und so im Handy rumguckt, so teilemäßig und hier und da, dann ist er auf jeden Fall in meiner Google-Liste ganz weit oben. Ganz weit oben. Wenn nicht sogar komplett oben. Und viele Sachen, wo wir zusammen abstimmen können, was wir machen, wo ich eure Meinung wirklich wissen will, sollten wir das tun, sollten wir das nicht tun. Da will ich auch vielleicht so ein richtiges, ja, bei Instagram mal so ein richtiges Tool haben, wo ihr einfach abstimmt, ja oder nein. Also, so, jetzt fahren wir los. Wir fahren in unserem RS4, das ist nicht unser RS4, das ist eine Leihgabe. Die Jungs und Audi wollten wissen, was wir da so... Bist du schon gefahren? Ja klar, ich möchte. Stimmt. Ja. Okay, wir steigen ein. Okay. Tschüss. So, wir sind im wunderschönen, verschlafenen Wesel mit unserer Gangstermucke. Wir müssen auf dem Straßenverkehr aufpassen, wenn wir zu viel grooven. Auf jeden Fall sind wir da und ich merke in mir, es kommt eine Freude auf, die ich hatte, wo ich damals so 18, 19, 20 war. Weißt du? Bei so einer Art von Projekt. Also, ich merke schon, mein Herz gehört auch da sehr, sehr stark hin. Und weil man, andersrum, wenn du diese modernen neuen Autos holst, freust du dich erstmal, das auch so zu fahren. Aber bei so Projektautos wie bei dem jetzt, da kann ich es gar nicht abwarten. Fahrwerkfelgen, ja, wir machen alles. Alles, Digga. Das habe ich gerade in mir. Wirklich. So, was haben wir da? Da steht Lexus. Aha. Da steht aber auch Toyota. Ein Toyota Autohaus. Was hat das denn zu bedeuten? Das weiß ich allerdings auch nicht. Wolltest du jetzt einen Lada kaufen, oder? Noch nicht. Hat nicht Lada diesen neuen B-Turbo jetzt rausgeworfen? Upsala. Lackas. Lackas. Den Lackas habe ich auch kennengelernt auf der S-Motor-Show. Der ist wirklich ein strommer Kollege. Let's go. So, hi, Jean-Pierre. Markus Wolf. Markus. Wir wissen noch gar nicht, was für ein Auto es ist. Okay. Ja, wir wissen halt ein Toyota, kann man sich denken. Ne, dass wir uns keinen Aventador jetzt holen, ist klar. Fahren wir mit dem Aygon, ne? Ja. Aber was ich nicht geil finde, ist ja das Ding. In Amerika wirklich krass das Tuning-Auto geworden. Mit Luftfahrwerk und 22 Zoll, also fast 22 drunter. Sieht das sehr, sehr, sehr gut aus. Aber darum geht's nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ja. Ja, wir gehen mal so weiter. Es ist ein Prius geworden! Geil, ey! Obwohl Prius ja an sich technisch auch sehr geil ist. Absolut. Was braucht man mit so einem Ding? Also die Prius fährst du unter 4 Liter. Ehrlich ist? Ja, kriegst du hin. Und dann fahre ich wie schnell so durchschnittlich? Durchschnittlich, sag mal 130. Schön Tempomat, locker laufen lassen. Ist ganz okay. Das ist okay, ja. Auf jeden Fall. Benzin. Das ist ein Vollhybrid-System, Benziner. Genau, aber Benzin-Elektro, genau. Genau, okay. Aber es ist jetzt nicht so die Tuning-Möglichkeiten an dem Ding, finde ich. So vom Radhaus und so. Ja, Plug-in-Hybrid mit Solardach, also mal separate Einspeisemöglichkeiten. Jo. So, und das Dach lädt wie viel? Wie viel Kilometer gibt mir das Dach dazu? 2, 3? Maximal. Weil das ein Komplettsystem ist. Das darfst du nicht getrennt sehen. Das sagen ja viele Leute, wie sieht es aus, wie weit kann ich elektrisch fahren? Das kombinierst du ja. Du fährst ja entweder elektrisch, fährst mit dem Benziner oder kombiniert mit beiden Sachen. Ja. Dementsprechend ist es schwierig, jetzt auf einzelne Komponenten zu gehen. Ja. Aber würdest du sagen, so 2000 Meter gibt dir das Dach schon? Das Dach.
Ich würde ja noch ein bisschen weniger sagen. Noch weniger? Ja, okay. Das ist mal eine Frage, die ich stellen muss. So, was haben wir hier? Ist ein G86, ne? Jawohl. Ja. Und das ist die Variante. Aber der ist ja schon ziemlich umgeballert, ne? Das gab es ja schon. Genau. Und das Ding gab es so in Deutschland? Da gab es 86 Stück von. Mit TÜV? Ja, klar. Das ist jetzt hier Nummer 3 von 86. Das sagst du so. Das ist aber geil. Kann man das nachträglich bestellen? Nein. Guck mal, Lobby. Wie teuer war sowas? Gehen wir von 36 aus. So, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum sind wir denn hier? Was für ein Auto haben wir denn gekauft? Und zwar das da. Guck mal. Da ist er. Wie geht es dir? Gestern ging es noch. Aber ich komme eh gleich rüber. So, jetzt wollen wir aber erstmal hier gucken. Aber nebenbei, ne, für die Leute, die nicht, obwohl relativ viele kennen dich wirklich schon. Nee, mich kennt keiner. Doch. Es gibt doch kein Bild nirgendwo von mir, nichts. Aber jetzt gibt es auf jeden Fall Bilder. Ach du Scheiße. Ja. Also Toyota-mäßig und Lexus-mäßig ist der Lackas schon ein strammes Kerlchen. Naja, es geht. Naja, das geht. Und sprüchemäßig ist er sich auch für nichts zu fein. Solange ich mit Jan-Peter hier stehen muss. Jan-Peter. Mit Hans-Peter. So, jetzt erzähl hier, erzähl. Komm ran, Schatzi. Also erstmal, GT86-Projekt wird der absolute Wahnsinn. Weißes Auto hat auch einen Grund, warum er weiß ist. Weil da habe ich mir schon eine schicke Idee für. Der bleibt nämlich erstmal so halb weiß. Aber wir werden ja alles sehen. Ich bin gespannt. Ja, so. Was möchtest du wissen? Also ich weiß eigentlich schon alles. Habe ich mir schon gedacht. Aber Unfall hatte der keinen, ne? Nein. Ich sehe unten die Macke an der Stoßstange so ein bisschen, ne? Scheibe wurde mir was gesagt, ne? Hier haben wir einen. Aber der ist okay. Oder, Nobby? Ja, sieht man nicht. Ja. Aber ist viel perlmuttiger, die Farbe, als ich dachte. Wirkt richtig gut. Ist eine klasse Farbe. Ja. Ist ein ordentliches Auto. Ein vernünftig abgestimmtes Fahrwerk. Ja, ich weiß, das Auto fährt wirklich. Ist perfekt. Ja. Wir werden wirklich Spaß haben. Also, es ist wirklich krass. Mega geil. Mega geil. Ich freue mich wirklich wie ein Schnitzel. Also, ich bin wirklich gespannt, was du draus machst. Oh, das wird lustig. Was hast du, Nobby? Mega fett. Habe ich ganz darauf gewartet. So, was hat er jetzt gelaufen gehabt? 21.310 hast du drauf. 21.310. Hm. Ja, so, dann wir gucken eine Runde und ich komme gleich noch zu dir zurück. Bis gleich. Wenn du fahren willst, ne? Ja, ja, ich fahre nach Hause. So. Ja, was sich viele von euch vorstellen können, ist, dass der Motor auf jeden Fall seine Karriere hat bei uns, aber nicht wirklich so lange bleibt. Bei diesem Projekt ist es für mich wirklich wie folgt. Und jetzt werden manche sagen, ich sehe es genauso wie du. Und manche werden sagen, nein, ich sehe es nicht so wie du. Aber ich muss auch ganz direkt sagen, es dürfen nicht immer so viele so eine große Fresse haben bei dem Thema Supra. Das ist kein Supra. Leute, ich weiß von euch, sind unter 1% jemals einen Supra gefahren. Für mich ist das nämlich schon eine Art neuer Supra. Mit einem Motor, der nicht vergleichbar ist mit dem alten Supra. I know. Ja, das weiß ich, wirklich alles selbst. Aber trotz alledem, von den Proportionen, von dem Auto, von der Ausgewogenheit, von der Sportlichkeit, ist es ein Traumauto. Wirklich ein absolutes Traumauto. Und meine Idee ist dabei, dass wir uns wirklich einen eigenen bauen. Aber in 2018er-Style. Zum Beispiel, ich habe auch ein paar Kritikpunkte gelesen bei dem neuen Supra, dass manche sagen, der hat nichts zum alten Supra. Digga, wir haben auch 2000, verdammt nochmal 18. Ja, das ist auch einfach nicht so, wie es früher war. Mhm. Wir haben einfach ein neues Jahr. Du kannst nicht erwarten, dass der genauso aussieht und genauso ist wie der alte Supra. Das ist einfach nicht mehr drin, Digga. Ja, es ist also viel Rumgeheule und auch viel möchte gern tun und wissen, als ob. Weißt du, meine, bei dem Auto haben alle ein sehr großes Mundwerk. Aber ich denke, weil, ich meine, die meinen es auch, glaube ich, nicht böse, weil sie wollen einfach nur, dass der Supra dementsprechend sein Erbe annimmt, aber alles entwickelt sich weiter. Mhm. Ne? Die können ja nicht schon wieder einen alten bauen. Punkt 1, das, dann würden sie auch wieder ohne Ende aufregen. Ja. Oh, genau das Gleiche. Ja, auf jeden Fall, dieses Projekt hier ist für mich, wie man raushört, wirklich persönlich wirklich wichtig, weil das ist schon auch so mein Herz und das wird auch wirklich schön. Und das wird auch wirklich spaßig und wir werden viel lachen und wir werden viel basteln und es werden auch Probleme kommen. Mhm. Auf jeden Fall. Hoffentlich nicht zu viele. Hoffe ich auch sehr stark, dass es nicht zu viele Probleme geben wird. Ich habe wirklich viele Sachen noch nicht selbst gucken können. Mmh, ich wusste nämlich Premiere. Nicht, wie der Kotflügel von innen so ist, weißt du? Ob man da die Kante doll umlegen muss. Da geht's schon los. Ja. Was hast du, Nobby? Brutal. Ich freue mich. Ja, ne? Ich bin schon sehr gespannt, was daraus wird. Ich auch.
ich allerdings auch richtig geil. Das wird sehr lustig. Komm, setzen wir uns mal rein. Ja. Was ich auch finde ist, dass es für Jungs und Mädels, die wirklich sehr fahraktiv fahren wollen, ne? Weil man kriegt so ein Auto für um die 13.000 Euro. Ja? Wir sprechen von um die 13.000 Euro. Und jetzt sagt ihr noch, ich sag's euch ganz ehrlich, wenn da Räder drauf sind und Felgen drauf sind, ne, dann sagt ihr, was hat er gesagt, 13.000? Ne, ist das für mich eine mega geile Alternative. Warum? Erstmal kannst du hiermit querfahren, wie ein Spinner. Du kannst damit wirklich vom Tuning-Potenzial optisch, fahrdynamisch, ja, Beschleunigung, Power werden wir rausfinden. Wir werden gucken, wie viel kriegen wir wirklich an besserer Beschleunigung aus diesem Auto raus. Wie viel kann man ihn schneller machen? Ja. Und ich finde ihn schön. Und ich freue mich gerade schon sehr doll. Ehrlich. Wir haben Sitzheizung. Oh. Habe ich gar nicht gelesen. Wir haben hier ein. Okay. Sitzheizung. Geil. Der Knopf ist ganz wichtig hier. Ja, und wie gesagt, ihr könnt auch immer mitbestimmen so ein bisschen. Innenraum leer machen, Innenraum nicht leer machen. Mal anmachen. Tu es. 2 Liter Boxer. 200 PS. Seele. Boxer. Boxer. Hört man aber voll raus, ne? Volles Rohr. Und jetzt sind auch viele, sagen, ja, aber guck mal vom Design, so eine Uhr gehört in ein japanisches Auto rein. Das hat halt Charakter. Ich wollte gerade sagen, so eine Uhr gehört da ganz einfach rein. Ja. Drehzahlmesser geht bis 9000. Werden wir das noch brauchen? Who knows? Who knows? Wir gehen mal im Rohr zu Lexus, okay? Machen wir. Okay. Ja? LC500? Ich sag nix. Die sind aber geil, die Räder. Mit? Das ist die erste Lieferung aus Japan. Ich finde richtig gut, wenn ich mir die 10 Jahre aufpasse. Ja, auf jeden Fall. Das Rad ist eh, also ich würde sagen, das Rad vom Design her finde ich eh wirklich stark. Mhm. Sieht wirklich gut aus. Das ist also dieser schwarze Innenraum. Ah, ja, sogar ein Carbon, dann heißt das, das ist ein Sport dann, ne? Das ist hier die Sportvariante, genau. Genau. Das ist jetzt dann die Hybrid-Alternative. Herr Henneken, wir haben unseren Lexus-Spezialist. Hi. Fragen zum Hybrid. Es gibt ja wirklich verschiedenste LC500-Varianten. Das heißt, ja. Carbon-Dach ohne genau. Elektrischen Spoiler gibt es auch. Richtig, das ist das Sportpaket. Das heißt, es gibt aber auch. Ein Carbon-Dach, hat das Carbon-Dach ohne den elektrischen Spoiler. Der ist nur beim Performance-Paket mit dabei. Nur bei dem? Genau, nur bei dem. Kann man rein? Ja, klar. Ja, sicher. Das hier ist ein Hybrid. Ja. Was kann man so machen? Was wäre denn dein Favorit, deine Favoritenfarbe für den Innenraum? Also mein Favorit wäre Graphitgrau außen und innen schwarz als Performance. Weil beim Performance merkt man doch schon ziemlich diese Allradlenkung hinten. Ja, stimmt. Damit geht er echt zackig um die Kurve. Ja, was ganz schön ist bei dem Schwarz, man hat ja hier immer die Elemente mit dem Chrom, ja. Schwarz. Selbe sitze ich natürlich auch hier in diesem Feld. Ja. Aber ich bin Dr. Antichrom. Antichrom? Mhm. Ja, dann. Ja, dann schauen wir mit Chrom. Ne? Andere Frage. Wie weit kann ich mit. Also, ich kann ja umschalten auf E, ne? Ja. Wie weit kann ich damit fahren? Ich würde sagen, wenn man natürlich auch dem 20? Motor die. Also, ungefähr. Zählt. Reicht mir schon. Also, man muss natürlich wiederum dem Fahrzeug auch die Möglichkeit geben, dass er sich wieder ein bisschen. Rekuperiert. Genau. Ja, durch kein Bremsen, Problem. Ja, Bremsenergie. Aber ich komme 20 Kilometer rein elektrisch, komme ich, ne? Würde ich schon behaupten. Ja. Weil das ist so mein Ding, weil ich fahre Autobahn, normal Verbrenner, schalte um und fahre in der Stadt dann E. Ja. Es sind natürlich andere Emotionen, wenn man sich in den LC 500 V8 setzt, den man startet. Also wenn man das gemacht hat, dann würde man immer lieber zum V8 greifen. Ja. Klar, vernünftiger ist natürlich der Hybrid. Solange man die 40 noch nicht ansieht, musst du V8. Ja. Ansieht. Ja. Ja. Aber es geht ja gar nicht, es geht ja gar nicht hier. Aber ich glaube, ich habe gerade schon was gesehen von diesem Auto, ein Spielzeug. Danke sehr erstmal. Ja, gerne. Danke, danke, danke. Ja. Wir haben nur Spielzeug. Ja, hau raus jetzt hier. Ich habe es nur gehört. Wo ist er? Was denn? Ach, die Telica. Ja. Ja, ich würde an deiner Stelle mal das Original mit der neu modernen Version vergleichen. Okay, ja, wir gehen jetzt mal gucken. Das ist doch noch technisch gut. Ja. Ein bisschen. Hallo. Ein geiles Auto. Boah. Der Auto ist vom Grund auf. Ja. Da ist noch Automobilität. Raum ist egal. Der Motor ist. Das ist ein sauberes Auto, ne? Ja, das ist deiner? Nö. Der ist hier bei uns. Den haben wir zur Vorstellung vom GT86 damals. Lecko. Boah. Das ist noch. Der hat ja vom Prinzip her den gleichen Motor drin wie der 2000 GT. Mhm. Nur eben als Vierzylinder. Der andere hat ja den. Ja, der Kopf sieht schon gleich aus. Ja, nur der hat dann.
zwei Zündkerzen mehr. Genau. Dann hast du, und dann den Doppelvergaser drauf. Wenn er den anlässt, dann weißt du schon, was der hat das Zischen der Cobra. Mach mal an. Das ist das einzige Auto, das der Cobra haben. Was man sonst nur im Tantra kennenlernt. Aber den habt ihr, aufgebaut? Den haben wir, der war schon gut im Zustand. Der muss jetzt auf das Zischen hören. Ja, ich höre auf Zischen. Das Zischen, was ihr hört, kommt vom Vergaser. Auch das ist nicht erfahren. Die Umlenkung hier in den Stahlstand. Dich eigentlich? Für mich voll. Weil ihr müsst eine Sache wissen, wenn ein Auto rot ist, verliebt sich der Nobby automatisch. Das ist orange. Das ist orange. Ist orange? Ja. Ist nicht ganz rot? Ja, ist trotzdem geil. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen mal eben, können wir ihn da eben hinstellen und müssen wir zurück? Ja. Dann machen wir eben eine kleine Runde Porn, weil so ein klassisches Auto hat es verdient. Bis gleich. Tschüss. Ja. Wir haben jetzt gerade, wie lange haben wir gequatscht gerade drüben? Stündchen? Locker flockig, ja, ne? Ja. Wir haben uns ein bisschen verzettelt, aber LC500 ist auf jeden Fall abgespeichert. Okay, ich nehme mein Baby jetzt mit. Ich danke wirklich. Vielen Dank. Vielen Dank. Und du kannst ja im Internet beobachten, dass wir definitiv nicht lange so bleiben, das Auto. Aber im Grunde genommen schon. Yeah. Und dann irgendwann nicht mehr. Werden wir sehen. So, genau. Ich sag nochmal tschüss. Danke dir. So, wir fahren los, Nobby. Was mit Pörnchen? Ach, jo. Fehlt ja noch. Einmal ein Pörnchen für die Erinnerung, wie er jetzt so aussah. Und dann fahren wir gleich zusammen, weil ich nehme euch mit der anderen Kamera mit und Nobby fährt den anderen, okay? Mhm. Okay, tschüss. LA Drift, oh, this the LA Drift. Y'all know I'm from NY, but got some LA shit. Oh, y'all surprised, cause I ain't got a LA chick. On my side, the passenger, the LA whip. It's all. It's the LA Drift. So, gerade noch sehr, sehr, sehr viel gelacht mit dem Lackers. Aber der ist schon wirklich Comedy-Show für sich. Tschüss! Wir fahren unser Baby! Eigentlich könnten wir ja mal eben gucken, ob der hier wirklich ein Sperrdifferenzial hat, ne? Muss ich hier drücken? Ah ja. Tschüss! Hat ein Sperrdifferenzial. Oh, dieses Auto. Also es ist schon wirklich, wirklich ein super Auto. Ich bin jetzt noch nicht damit gefahren. Ich fahre die Meter runter, Motor ist warm und du machst einen perfekten Drift, nachdem du einfach 200 Meter gefahren bist. Das heißt, du hast noch kein Car Control, kein Gefühl fürs Auto, was da wirklich los ist. Und sofort fühlst du das Auto aber. Und das meine ich tot ernst, sonst will ich das Ding nicht kaufen. Das ist Wahnsinn.
euch eine verdammt gute Zeit, Leute. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wie sitze ich? Alles schön. Wir müssen irgendwas machen, dass wenn wir den einschalten, dass automatisch die Traktionskontrolle aus ist. Das wäre viel besser. Scheiße, Mann. Ich glaube, ich bin lange nicht mehr so ein geiles Auto gefahren. Ich bin gerade etwas doll verliebt. Für meinen Geschmack, wir müssen den Sitz ein bisschen tiefer kriegen. Das kriegen wir aber hin. Weil dann lassen wir die Sitze auch auf jeden Fall. Die meinen auch zu mir, der riecht nach Rauch, aber ich finde den Geruch eigentlich jetzt gar nicht so schlimm. Guck mal, allein wenn man es so macht, ne? Ich fahre jetzt 70, längs, so rechts, links und der hat jetzt Winterreifen drauf. Du spürst einfach eine ganz tolle Ausgewogenheit, Vorderachse, Hinterachse, ganz flacher Boxermotor, von der Positionierung genau richtig. Wir wiegen den auch mal, so Serie, um mal so ein Gewichtsverteilungsverhältnis zu fühlen. Ich quatsche auch jetzt gar nicht mehr, wir haben schon viel zu viel gequatscht. Auf jeden Fall, das ist unser neues Baby. Ich freue mich. Ein mega Auto. Tschüss. Tschüss. Ciao. Peace. Bis morgen. Und so. Tschüss.